Gourmets finden in Österreich auch ausgefallene Produkte. Bernhard Holzinger hat sich auf die Verarbeitung von frischem Fisch spezialisiert. Mein Lieblingsfisch aktuell ist bei mir eigentlich der Seesaibling. Hat ein sehr feines Fleisch, hat ein bisschen ein dickeres Filet. Im Weinkeller von Lenz Moser in Rohrendorf bei Krems kann man alte und junge Weine verkosten. Besonders stolz sind wir auf 100.000 Eimer fast. Für dieses Fass haben wir einen eigenen Wein kreiert, das ist unser Noah. Fritz Meislinger züchtet Pinzgauer Ochsen in Bio-Qualität. Das Ochsenfleisch ist wesentlich weicher und wesentlich geschmackiger, weil einfach alles eine Zeit braucht. Der Faktor Zeit wird in der heutigen Zeit vergessen fast nicht. Früchte aus seinen Obstgärten in Axberg brennt Hans Reisetbauer zu Edelbränden. Ich hätte nie geglaubt, dass man so extreme Fruchtaromen durch Destillation und Maische rausholen kann. Und mit seinem alten Kaviar produziert Helmut Schlader in Steierling ein Luxusgut, das man nicht in den heimischen Alpen verorten würde. Das Ossetra hat es früher auch in der Donau gegeben, schneidet man auf und da sieht man schon den Kaviar, wie er rauskommt. In Österreich kommt frischer Fisch sehr oft aus Luttenberg in Oberösterreich. Wir sind an einem sehr geschichtsträchtigen Ort hier in Luttenberg. Das Fischereirecht und das Bachschwellrecht, das wir haben, also die Benutzung, dass wir das Bachwasser benutzen dürfen, ist noch ein maria-theresianisches Recht. Das heißt, schon seit Jahrhunderten eigentlich auf diesem Haus hier. 1892 hat die Familie das Gut erworben und die Fischzucht als Teil ihrer Landwirtschaft sukzessive ausgebaut. Heute ist die klassische Landwirtschaft nur mehr ein Randthema des Betriebes, der seinen Fokus ganz auf die Verarbeitung von Fisch gelegt hat. Beim Fisch, speziell beim Frischfisch, ist ja die Schnelligkeit der gesamten Prozesskette ausschlaggebend. Bei uns funktioniert es so, der Kunde ruft bei uns in der Früh am Vormittag zwischen 7 bis 11 Uhr an, bestellt den Fisch, den er für den nächsten Tag braucht. Erst nach Kundenbestellung wird der Fisch aus dem Wasser entnommen, wird schonend geschlachtet, wird sofort frisch filetiert, zubereitet, wie es der Kunde braucht, verpackt, kommt auf Eis. Und dieser ganze Prozess vom Wasser, bis der Fisch in der Kiste liegt und fertig für den Kunden konfektioniert ist, dauert ca. 20 Minuten. Dann ist der Fisch schon fertig und geht am selben Tag mit der Spedition weg. Und im Nachtsprung wird die Ware dann in ganz Österreich ausgeliefert. Beachtlich wie das Tempo ist auch die Vielfalt und die Menge der Fische, die sich in den verschiedenen Becken von Holzinger Fisch tummeln. Ja, hier haben wir jetzt sehr schöne Seesaiblinge aus der Steiermark von unseren regionalen Lieferanten. Wir haben circa eine Menge von 40 bis 60 Tonnen Lebendfisch permanent auf Lager. Das ist so circa ein Bedarf von 5 bis 7 Tagen bei uns. Und wir haben eine Anlieferung, ich sag mal, circa von 4 bis 6 Tonnen pro Tag, was Lebendfisch wieder nachgeliefert wird. Bei so vielen, zum Teil höchst unterschiedlichen Fischsorten, gilt es natürlich, die Tiere bestmöglich voneinander zu trennen. Wir haben in unserer Teichanlage 7 sogenannte epidemiologische Linien. Da geht es darum, pro Linie sollten nur Fische einer Spezies schwimmen. Und wir können unsere Anlage somit sehr gut unterteilen in verschiedene Wasserläufe. Das heißt, wir haben für Forellen zum Beispiel Bachwasser. Wir haben aber auch Quellen, eigene Quellen am Betriebsgelände, die ein ganzes Jahr eine kontinuierliche Temperatur von ca. 9 bis 10 Grad gewährleisten. Das ist speziell wichtig für Sorten wie den Seesaibling oder sehr anspruchsvolle Fischsorten. Bernhard Holzinger ist selbst ein großer Fischliebhaber. Ein Lieblingsfisch aktuell ist bei mir eigentlich der Seesaibling. Hat ein sehr feines Fleisch, hat ein bisschen ein dickeres Filet, also bleibt auch saftig bei der Zubereitung. Und so wechselt es alle paar Jahre mal, hat man seinen Lieblingsfisch. Wir essen ja natürlich auch sehr viel Fisch. Zu einem guten Fisch empfiehlt es sich, ein gutes Glas Weißwein zu trinken. Einen der größten Weinproduzenten Österreichs findet man mit Lenz Moser in Rohrendorf bei Krems. Knapp vor der Lese
inspiziert Kellereileiter Michael Rehthaler die Rieden. Wird jetzt noch eine Woche dauern, zwei. Dann werden wir mal versuchen, so rauszulesen. Ja, wir haben da grüne Veltlinertrauben. Man kann jetzt schon erkennen, dass eine Würzigkeit da ist. Ich glaube, dass gute Voraussetzungen sein werden, dass wir da wirklich einen guten grünen Veltliner ernten werden können. Rund um den Firmensitz in Rohrendorf wachsen die Weinstöcke unter dem Einfluss des speziellen Terroirs des östlichen Kremstals. Ja, diese mächtigen Lößterrassen sind sehr typisch für unser Kremstal. Der Löss beeinflusst den Wein in Richtung Fruchtigkeit, Leichtigkeit. Das sind eher leichtere Böden. Und das wollen wir bei diesem Typ von grünen Veltliner gern haben. Die Weißweine werden vor allem in Edelstahlfässern ausgebaut. Für viele Rotweine kommen aber immer noch Holzfässer zum Einsatz, von denen einige mit religiösen Motiven verziert sind. Wie viele Weingüter in Niederösterreich hatte das Weingut bis 1849 mit dem Stift Melk einen kirchlichen Besitzer. Dann erwarb der Weinbauer Anton Moser den Weinkeller und die Weingärten. Seine Nachkommen entwickelten den Betrieb in Rohrendorf zu einem der führenden Winzerhöfe Österreichs. Seit 1986 ist das Weingut im Besitz des oberösterreichischen Traditionsunternehmens VOG AG. Dabei wurde die erfolgreiche Weinbaugeschichte des Guts fortgeschrieben. Ja, wir befinden uns da im Herzen der Kellerei, wo wir Weine bis 1947 zurückgelagert haben. Und wir haben da einen Wein aus den Regalen geholt, eine Selektion Grüne Veltliner aus den 80er Jahren, genau gesagt aus 1983. Der Wein hat natürlich eine gewisse Reife, aber er hat trotzdem noch die Frische und die Würzigkeit, die der Grüne Veltliner vermittelt. So lässt sich der älteste Wein der Lenz-Moser-Selektion auch mit den jüngsten vergleichen. Hier haben wir halt diese Frische, die Würzigkeit des Pfefferl. Das ist dann natürlich bei diesem Wein sehr stark ausgeprägt. Für Rotweinliebhaber hat Lenz Moser einen ganz speziellen Wein im Keller. Besonders stolz sind wir auf 100.000 Eimerfass. Für dieses Fass haben wir einen eigenen Wein kreiert. Das ist unser Noah. Bezieht sich auf die Schnitzerei auf dem Fassboden, wo der Noah mit seiner Arche abgebildet ist und Noah empfängt als erster Weinbergspflanzer den Rebstock von Gott Vater. Der Wein ist ein Cuvée aus drei Sorten. Es ist erzweigelt Cabernet Sauvignon und Merlot. Das Ergebnis ist ein Wein mit diesen Anklängen von diesen 1000 Eimer Fass und ist aber trotzdem nicht überladen von Tanninen, sondern hat trotzdem diesen Zugang und ist mit 13 Volumenprozent, 13,5. Also noch moderat im Alkohol. Wein ist wohl eines der wenigen Produkte, die beim Gastagwirt in Eugendorf bei Salzburg nicht vom eigenen Bauernhof stammen. Der Wirt Fritz Meislinger ist zugleich begeisterter Biobauer, der seinen Betrieb ganz auf die Gastwirtschaft umgestellt hat. Wir haben früher, bis vor gar nicht langer Zeit, bis vor 15 Jahren, haben wir einen klassischen Milchviehbetrieb gehabt. Dann haben wir die Milchproduktion aufgehört, weil sie sich einfach mit dem Wirtshaus arbeitstechnisch auch schwer vertragen hat. Haben den ganzen Hof neu gebaut und haben den ganzen Hof ausgerichtet rein auf unser Gasthaus. Das heißt, wir machen da nur Sachen, die wir im Gasthaus brauchen und auch so in der Qualität, wie wir es im Gasthaus gern haben. Wir haben ca. 45 Ochsen. Wir haben an die 30 Schweine, schwäbisch-hellische Landschweine. Also alles so vom Aussterben bedrohte Rassen, die einfach für die Qualität bekannt sind und halt nicht für die Quantität. Wir haben 600 Legehühner. Einfach ein komplettes Angebot, das eigentlich fast zur Gänze im Gasthaus verarbeitet wird. Beim Rindfleisch hat er sich ganz bewusst auf die Pinzgauer Ochsen spezialisiert. Wir haben die Pinzgauer jetzt seit ca. 30 Jahren. Haben durch die Pinzgauer aus Überzeugung, weil ich damit nachhaltig arbeiten kann, regional arbeiten kann. Die Ochsen, die wir mästen, werden in Pinzgau in Leogang geboren, werden bei uns 2 Jahre gemästet,
werden in Oberndorf bei Salzburg verarbeitet und dann bei uns im Gasthof serviert. Also nur enger kann man den Radius kaum halten. Das Ochsenfleisch ist wesentlich weicher und wesentlich geschmackiger, weil einfach alles eine Zeit braucht. Der Faktor Zeit wird in der heutigen Zeit vergessen fast nicht. Qualitätszuschläge gibt es nur mehr, wenn du in der Turbozeit einen Stier aufmästest. Aber es braucht alles eine Zeit. Es braucht die Masterzeit, es braucht die Reifungzeit. Das Fleisch muss 14 Tage abhängen, grundsätzlich schon mal vor der Zerlegung. Und es braucht das Kochen eine Zeit. Und wenn man sich die Zeit nicht nimmt, hat man einfach nirgendwo ein gescheites Produkt. Aber mit Ochsenfleisch geht das halt am besten. Und dadurch, dass man sie nicht als Stier halten, sondern als Ochsen halten, können wir die Weide heute machen. Das wirkt sich auch in der Fleischqualität aus, weil sie in Bewegung sind, weil es einfach eine ganz andere Durchfettung beim Fleisch aufarbeiten. Aber die Ochsen sind manchmal auch freiwillig im Stall. Die Ochsen sind nicht blöd. Wenn die Sonne aber brennt, sind die im Stall im Schatten und lassen sich das Gurke ausgehen. Dann die Buben auf Nacht um 9, 10, wenn es kühl wird, dann gehen sie aus die Großen. Eine Spezialität beim Gastagwirt, der Ochsenbraten. Da haben wir jetzt eine Nuss, die ist aus dem Fleischteil Schlögl. Vom Bio-Ochsen natürlich, aus der eigenen Landwirtschaft, wie man sie bei uns kennt. Gespickt ist das Ganze mit einem guten Bio-Schweinefett, auch vom eigenen Bio-Schwein natürlich. Das macht das Ganze dann auch zart, wenn das fertig braten ist. Sieht man da ganz schön. Jetzt marinieren wir das Ganze. Da nehme ich am besten gut Salz her, weil das ist ein großes Teil. Ein wenig Knoblauch. Und Senf. Und dann, wenn wir es brauchen, dann muss man es am Griller abraten, schön scharf auf alle Seiten, dass es eine schöne Farbe hat. Und dann schieben wir es bei Niedertemperatur auch wieder über Nacht. Also das ganze Teil dauert eine Zeit, dass wir es fertig kriegen, aber dafür ist es eine super zarte Qualität. Verwertet wird der ganze Ochs. Angefangen mal von den Bratenteilen, Nuss, Schulter und weiße Scherzel, da machen wir einen Burgunderbraten draus. Da machen wir natürlich auch Gulasch. Aufwerten tun wir natürlich alles genauso wie ein Beischel, das wir gekocht haben. Das gibt es dann bei uns halt nicht nur vom Rind, weil wir Biolandwirtschaft haben. Machen wir vom Schaf, vom Schwein und auch vom Ochsen. Alles zusammen gibt es bei uns das Salonbeischel. Und der Beischelfreund geht nur dort die Beischel essen, wo er weiß, dass eigene Viecher verarbeitet werden, weil nur dort auch sonst Beischel ist. Und auch bei den Beilagen wird beim Gastagwirt auf beste Güte Wert gelegt. Das Gemüse kommt direkt von unseren Nachbarn. Und da ist halt wichtig, dass man eine gute Qualität hat, weil sonst schmeckt das ganze Gericht dann natürlich nicht. Dann die Knödel. Das sind Kartoffelknödel. Da ist wichtig eben mit viel Butter und gute Brösel. Dann kommt das Fleisch. Und dann sieht man auch richtig, dass das schön geschmackig und saftig ist, das Fleisch. Und dann haben wir noch eine Soße, die ist mitgebraten natürlich. Ui, schau, sie bringt schon. So, schaut sehr, da kriegst du jetzt zwei Mal. Fein. Dankeschön. Bitte sehr, Mahlzeit. Und jetzt? Wo ist er? Na, natürlich, gell. Jetzt fällt sie schon aus. Landwirt und Schnapsbrenner ist Hans Reisetbauer im oberösterreichischen Kirchberg-Thening. Wie der Gastagwirt hat sich auch Reisetbauer ganz bewusst für eine biologische Bewirtschaftung seiner Flächen entschieden. Wir wollen einfach was Gescheites machen. Ich will, dass sie meine Leute bei uns wohlfühlen. Ich will mich wohlfühlen. Und wir stehen da in einem alten Obstgarten, der jetzt vielleicht ein bisschen wild ausschaut, wie Malis und so weiter. Aber das sind wir und wichtig ist, dass es schmeckt. Es geht nur um den Geschmack. Wurde früher am Hof der Schnaps nur für den Eigenbedarf gebrannt, so hat sich Hans Reisetbauer ganz auf die Brennerei konzentriert und auch weitere Obstgärten angelegt. Ja, wir haben da am Rand von dieser Anlage haben wir unsere 400 Elsbeeren angesetzt. Das war auch schon 1999. Die Bäume, muss man sich vorstellen, sind jetzt 22 Jahre und haben jetzt die erste Ernte gehabt. Und ich bin ganz stolz drauf, weil Elsbeere ja wirklich die schwierigste Frucht zu kultivieren ist. Es gibt im Jahr nur 500 Flaschen von der Elsbeere. Das ist halt pures Marzipan. Das ist so wuchtig und trotzdem elegant. Und ich hätte nie geglaubt, dass man so extreme Fruchtaromen durch Destillation und Maische rausholen kann. Der hohe Preis für den Elsbeerenschnaps ergibt sich aus den teuren Grundstoffen. Ein schöner Apfel, Bio-Qualität, kannst du rechnen mit 1 Euro per Kilo. Da reden wir von 8 Euro per Kilo. Wenn du jetzt dann 35 Kilo brauchst, hast du alleine schon 270 Euro
Fruchteinsatz für einen Liter Schnaps. Und damit finde ich ja, das nach wie vor günstig. Und es ist halt richtig arg gut. Es ist so intensiv und du kannst, es ist nichts Vergleichbares am Markt. Begonnen hat er allerdings mit einem Klassiker. Williams ist unheimlich wichtig für uns. Es war der erste Schnaps, mit dem wir begonnen haben. Wir sind damals auch 94 Destillatsieger geworden mit Williams. Und ja, es ist und bleibt meine Lieblingssorte zum Brennen. Es ist nicht einfach. Und ich bin extrem stolz, dass es einfach wieder so geworden ist. Und da sieht man einfach ganz genau, dass die Qualität im Obstgarten gemacht wird. Im Obstgarten arbeitet Reiset Bauer nicht nur mit einem Imker zusammen, sondern er erwirbt jährlich auch Hummelvölker, von denen sich einige bereits fix bei ihm angesiedelt haben. Der Bronz, das ist arg, weil die ganzen Bienen und Hummeln, das ist irre. So wichtig die Arbeit im Obstgarten ist, nicht weniger wichtig ist die perfekte Destillation, wobei man hier individuell auf die speziellen Eigenheiten der Früchte eingehen muss. Bei der Williams ist es sehr schwierig, den Grad zu finden zwischen frischfruchtig, noch nicht grün, so die grünen Noten, die man nicht haben will, und so dieser plumpen, überreifen Williamsfrucht. Das hat auch nicht zu tun, natürlich mit der Gärung, aber trotzdem mit dem Destillieren. Für die Destillation hat Reiset Bauer mit seinem Team eine eigene computergesteuerte Brennanlage entwickelt und gebaut. Jede Frucht hat andere Temperaturen, wann das perfekte Aroma kommt. Und mit dieser Brennerei können wir jetzt wirklich auf 0,05 Grad genau auf jede perfekte Temperatur eingehen. Weil das Aromaspiel hat immer Temperatur. Und jetzt haben wir es geschafft, dass wir so arbeiten können, dass wir das letzte Quäntchen vom perfekten Aroma auch noch rausholen können. Neben den klassischen Schnäpsen produziert er aber auch aus dem eigenen Getreide Whisky sowie Gin und Rum. Das ist jetzt unser Bichon Longueville Holzgärständer mit 8500 Liter. Und das Holz ist von Segon Marot und das haben wir vor 2 Jahren gekauft. Und da wird praktisch jedes Jahr 4-mal der Rum, die gesamte Rumproduktion, kubitiert. Und circa ein halbes Jahr gelagert, bevor es dann in die 500-Liter-Fässer kommt. So, jetzt schaue ich schnell mal rauf, wie das Ganze ausschaut. So, aufmachen. Riecht herrlich. So schaut er jetzt aus, ganz leicht. Rosa Farben, das kommt vom Rotwein, der vorher drinnen war. Und man sieht es selber, das ist jetzt ein halbes Jahr drinnen, das dauert. Rum dauert, dass er wirklich ohne Zuckerkulör und ohne Zucker gemacht wird, dauert das zur Zeit. Und wir wissen, dass wir einfach Zeit brauchen und dass wir dann auch mit neuen Fässern arbeiten. Aber das Grundcuvée, das jetzt schon sensationell riecht, das hat er noch immer 72% Alkohol. Ja, das ist wunderschön und so stellen sie wir Rum vor. Wie man wohl bei kulinarischen Genüssen aus Österreich nicht sofort an Rum denkt, so denkt man wohl auch nicht an Kaviar. Helmut Schlader aus Steyrling produziert den sogenannten Alpenkaviar. Wie der Name sagt, produzieren wir direkt im Nationalpark oder am Rande des Nationalparks Kalkalpen. Dort haben wir kristallklares Bergwasser und hier im Hintergrund sieht man die Rundbecken. Dadurch entsteht ein bisschen Bewegung im Wasser und das ist sehr wichtig auch für die Fische, dass sie ein bisschen Bewegung haben. Schlader ist in einer Landwirtschaft aufgewachsen und hat sich nach einer ganz anderen beruflichen Karriere ganz bewusst für eine Tätigkeit in der Natur entschieden. Ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man sich hier umschaut, als wie in der Natur zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, mit Tieren. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe. In seinem Betrieb produziert er heute dreierlei Kaviar. Einmal vom Sterlet. Der Sterlet ist die letzte heimische Störart in der Donau, die nur eine natürliche Population hat. Dann produzieren wir vom sibirischen Stör, der, wie der Name sagt, ursprünglich aus Sibirien kommt und wird in Europa eigentlich relativ häufig gezüchtet. Und die dritte Sorte ist der Osetra vom russischen Stör. Da sind wir eigentlich die einzigen im Alpenraum, die einen echten Osetra produzieren. Das Osetra hat es früher auch in der Donau gegeben, schneiden wir auf. Und da sieht man schon den Kaviar, wie er rauskommt.
Das sind eben die Eier da. Das hat da zwei Stränge, links und rechts. Und das ist ein wunderschönes Korn. Ganz einen leichten Grünschimmer, wie es typisch ist für ein Ossetra. Wenn das eher leicht ins Gräuliche geht. Sein Kaviar wird unter anderem in einer Champagnerbar am Wiener Tiefengraben serviert. Ja, wir machen es hier klassisch mit Blinis, weil das eigentlich unser Gedanke schon sehr stark ist, das Produkt in den Mittelpunkt zu stellen. Ich denke, Kaviar genauso wie Champagner sind so stark aromatische Produkte, dass das nicht meiner Philosophie entspricht, sie im Endeffekt mit zu starken Settings zu verwaschen. Man muss einfach die Überlegung ein bisschen haben, das sind eigentlich Solitäre, die für sich ein sehr, sehr starkes Aromenportfolio haben. Das ist eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Gemeinsamkeit, die die beiden haben. Und sie überspielen sich aber trotzdem nicht zu stark. Das ist oft ein großer Fehler, dass man mit zu vielen Komponenten zusammenarbeitet. Und das ist eigentlich bei klassischen Kombinationen wie Kaviar und Champagner nicht der Fall, sondern sie ergänzen sich eigentlich sehr, sehr schön. Wir arbeiten verstärkt mit dem Bayri, also dem sibirischen Stör, weil der für mich am stärksten diese Klarheit wirklich präsentiert und dadurch auch gerade im Aperitifbereich unheimlich schön einsetzbar ist. Also wenn man Blanc du Blanc, frische Champagner trinkt, ist es sehr, sehr schön. Der Ossetra ist etwas nussiger und kompakter und ist für den Abend auch die schönere Variante. Dann kann man auch in Pinot Noir betontere Champagner gehen und hat dann eigentlich ein schöneres Game, weil der etwas aromatischer ist und sich dadurch auch am Abend, selbst wenn man schon was gegessen hat oder auch ein bisschen fortgeschrittener schon am Gaumen ist, ein schöneres und kräftigeres Erlebnis hat. Der Albino-Kaviar ist wirklich ein Tasting-Kaviar. Und da geht es eigentlich wirklich um feine Verkostung und um Spüren des Produkts. Und kann man hier auch zwischen drei Kaviarsorten wählen? Die Auswahl beim Champagner ist um ein Vielfaches größer. Wir betreuen ungefähr 50 verschiedene Produzenten und wir haben so um die 400 verschiedene Flaschen im Haus, wenn man die Jahrgänge mit einberechnet. Champagner und Kaviar sind auch ein wichtiges Thema in der Therme Geinberg im oberösterreichischen Innviertel. Chef de Cuisine Peter Reitmeier bereitet für seine Gäste Mehrgangsmenüs zu, die im Dialog mit seinen Mitarbeitern entstehen. So auch der Gang mit Alpenkaviar. Wenn man jetzt zum Beispiel unser Chefsmenü anschaut, dort geht es so, dass jedes Gericht ein bisschen eine Geschichte hat. Das heißt, wir gehen da so ein bisschen in die Vergangenheit von unseren Mitarbeitern, von mir selber. Der Kaviar ist eigentlich so ein bisschen von unserer ungarischen Köchin, die was wirklich sehr viel mit Fisch macht. Und da haben wir den Karpfengang sozusagen eingebaut. Und der Alpenkaviar selber, den haben wir einfach mit so Unterstützung sozusagen obendrauf, weil das einfach vom Geschmack, die leichte Salznoten, die halt einfach so gut zu dem Gericht noch dazu passt, dass wir gesagt haben, das ist der perfekte Gang für den Kaviar. Da haben wir da den Karpfen, der wird dann kurz angebraten. Unten drunter haben wir dann so einen Steckrübensalat. Und am Schluss kommt dann der Alpenkaviar noch drauf. Ob Kaviar aus den Alpen, Ochsenfleisch aus dem Pinzgau, frischer Fisch aus ganz Österreich, Wein aus alten Fässern oder Schnaps aus modernster Destillation. Auf der Suche nach ausgefallenen Produkten wird man in Österreich überall fündig.